unser Land. Du zeigst es uns jeden Tag, machst unsere kleine Welt bekannt. Alles Gute, Prost. Prost. Und ja. Und jetzt der FRF-Sendeland-Ticker mit Meldungen aus dem Kernsendegebiet des Friesischen Rundfunks. In Wiesmoor gibt es jetzt ein Tiertaxi. Schonend und mit viel Gefühl werden Bello und Co. in Zukunft durch die Blumenstadt kuschiert. Wichtig, nach jedem Transport wird eine Grundreinigung durchgeführt, denn nur ein sauberer Rücken kann entzücken. In Aurich sind am Vormittag mehrere Ampelanlagen ausgefallen. Die Polizei musste den Verkehr regeln. Gleichfalls meldete Bauer Schniedelmeier, dass sein Bulle Schmusebacke ausgebrochen sei und Menschen mit gelber Warnweste in Gefahr wären, da der Bulle diese Farbe nicht ausstehen kann. Ein Beamter musste das schmerzlich erfahren und forderte sofort Verstärkung an. Polizisten aus benachbarten Revieren rückten sofort aus, um den Kollegen zu Hilfe zu eilen. Der Bulle wurde schließlich wieder eingefangen. Er war gerade dabei, einen Postwagen zu rammen. Das Bauunternehmen Erwin Backstein aus Zetel hat nun damit begonnen, für die Sendung Wetten, dass zu üben. In der Dezemberausgabe soll Baggerfahrer Dieter in der Stadthalle von Bingum zur Saalwette antreten. Die Chancen stehen gut, jedoch muss Dieter noch mehr aus seinem Bagger rausholen. Derzeit dauert es noch 15 Sekunden, abgemacht waren aber nur 10. Der Einbau einer Kläranlage in Friedeburg verzögert sich doch mehr als bislang bekannt. Der Grund liegt nach Angaben des Kläranlagenherstellers an der Auslieferung der Betonringe. Durch den Einsatz von moderner Abladetechnik wird gleichfalls auch die Qualität des Betons getestet. Fazit: Nur jeder siebte Ring erreicht die Kläranlage. Da hilft auch kein Kopfkratzen. Eine neue Sprengtechnik wurde jetzt in Brake vorgestellt. In Zukunft sollen Hochhäuser nicht mehr in Schutt und Asche gelegt werden. So wenig Staub wie möglich heißt die neue Devise von Sprengmeister Heinfried Donnerschlag. Ziel soll in Zukunft sein, die Häuser einfach nur zur Seite zu rollen. An einem Fußgängerüberweg in Emden hat Oma Elfriede in den frühen Morgenstunden eine Verkehrsraudi gezeigt, dass ihr Grundkurs im Nahkampf erste Früchte trägt. Mit nur einem Schlag war Ruhe im Karton und ein neuer Airbag musste her. Die Stadt Jever greift jetzt bei Verkehrsverstößen zu anderen Mitteln. Wer den Gehweg nicht benutzt, bekommt Ärger mit der speziell ausgebildeten Ziege Trixi. Auch Karatekämpfer Willi Labersack wollte die Straße einfach so überqueren. Gezielte Schläge konnten die Ziege nicht stoppen. Tritte in den Bauch machen Trixi so richtig wütend. Richtig sauer wird die Jeveraner Ziege allerdings auch, wenn Motorräder über die durchgezogene Linie fahren. Der Testversuch soll noch bis Ende der Woche andauern. Nachbarstädte haben schon nachgefragt, ob man Trixi ausleihen kann. Die Abbruchfirma Rudolf Schaufelstiel hat in Wittmund den Auftrag erhalten, einen Schornstein abzutragen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, spannte man ein 80 Kilogramm Seil an einen LKW. Der Neigungs- und Fallwinkel wurde vorab durch einen Computer ermittelt. Allerdings schmiss der Wind den Plan über den Haufen. Die Firma Schaufelstiel braucht nun einen neuen Firmenwagen. In Leer ging in den Morgenstunden ein neuer Träger für die Windkraftanlage FRF 6 auf die Reise. Zuvor war der LKW-Fahrer Detlef Schmalzbrocken in vielen Schulungen auf diesen Spezialtransport ausgebildet worden. Auch den Weg kannte der Fahrer im Schlaf. Allerdings kam Detlef mit der Tagesbaustelle nicht klar und wunderte sich über die Fahrbahnverengung. Ja.
Bauer Johannes Rüdiger Jansen ist in der Krummhörn bei Pewsum mit seinem Gespann versackt. Sein Nachbar, Landwirt Bernd Klüters, war sofort zur Stelle. Leider scheiterte der erste Versuch, doch mit einer neuen Anbindetechnik setzte man dann erneut an, den Traktor aus dem Schlamm zu ziehen. Nach Fest kommt ab, so ein Handwerkerspruch. Der Motor kam nicht zu Schaden, er lief trotz Anspannung fleißig weiter. Und eine Meldung zum Schluss. Das Funkhaus des Friesischen Rundfunks ist im Ort umgezogen. Von der Hauptstraße 81 ging es nun rüber zur Hauptstraße 345a. Die Kabelführungen sollen nächste Woche erfolgen. Das war der FRF-Sendeland-Ticker. Meldungen in aller Kürze aus dem Kernsendegebiet des Friesischen Rundfunks. Friesischer Rundfunk, Fernsehen für unser Land. Du zeigst es uns jeden Tag, machst unsere kleine Welt.